Modell ist aus einer Initiative der Messe entstanden. Es gab eine Nachfrage, ob wir nicht eben auch Männer für eine Modenschau anziehen möchten. Und dann kam die Anfrage an mich, ob ich das machen möchte. Und ich habe dann Modelle entworfen, die kamen sehr, sehr gut an. Und ja, bei den Zuschauern, bei den Einkäufern, bei den Models nicht zuletzt. Und ja, mir hat eben auch sehr großen Spaß gemacht, dass ich mich da so im Kreativen verwirklichen kann und es auch ankommt. Und dann war dann, ja, der nächste Schritt irgendwann eben auch eine eigene Kollektion. Ja, angefangen von Hosen über Hemden, Pullovern, Jacken anzubieten. Angefangen hat bei mir, dass ich mir ein paar Flicken auf die Hose genäht habe, weil meine Oma mir immer die falschen Flicken drauf genäht hat. Und ja, ich irgendwelche Teile, die mir gefallen haben, habe ich dupliziert. Einfach in einem anderen Stoff oder in einer anderen Farbe nochmal genäht. Und ja, das sind die Anfänge gewesen. Und heute ist es eben ja ein Ausdruck von meinem eigenen Stil, den ich eben anbiete, weiterentwickle und der eben auch sehr gut ankommt in den Geschäften, die ich mir von vornherein eigentlich mal vorgestellt habe. Das heißt einfach in Designergeschäften, die ja, die japanischen Designer führen oder auch die belgischen Designer. Und das macht natürlich Laune, wenn man sowas sich vorstellt, dann verwirklicht und es funktioniert. Das ist sehr schön. Die Entstehungsgeschichte der Displays geht über meine Küche zu Hause. Das war einfach eine Betonküche, die ich mir da habe bauen lassen. Und dann habe ich gesehen, dass man damit sehr, sehr viel machen kann. Also man könnte jetzt auch mit verschiedenen Pigmenten das farbig gestalten. Nicht jetzt im Betongrau, sondern eben, ja, blau-rot. Und dann war das erste, was wir bauen müssen. Und damit kann man eben Tische, Regale, alles bauen. Das nächste war dann hier so ein, ja, Regalteil. Und es passt halt sehr, sehr gut zu der Mode dazu. Es ist sehr schlicht. Ja, mit der richtigen Beleuchtung kriegt es aber auch was Warmes. Und ja, steht eben sehr massiv im Raum. Ich denke, in Richtung Möbel wird es noch mehr geben, ja. Das ist einfach eine Sache, die sehr interessant ist. Also wir haben auch schon Betonlampen gebaut. Einfach dieser Betonfuß in Kombination mit einer Jugendstil-Tulpe obendrauf. Und ja, das ist einfach schön, wenn man eben solche filigranen Dinge wie Mode macht, dass man dann auch mit anderen Materialien was Kreatives tut. Ja, wieso nicht auch mal ein Auto oder sowas? Wobei jetzt im Vordergrund erstmal der Ausbau von der Männerlinie steht. Und das ist eben auch im Handel sich gut verkauft, dass auch noch mehr Geschäfte gefunden werden. Und das sind so die näheren Ziele jetzt erstmal. Vielleicht auch ein bisschen Ausweitung ins Ausland. Also es gibt schon Agenturen für Italien, für Benelux. Nächster Schritt wäre eben England, weil da sehr, sehr viel Leben ist und die Mode dort auch sehr gut ankommt. Mir ist es wichtig, dass es kein Design auf Zwang ist, sondern wenn ich was entwickle, dass es dann auch eine Funktion hat. Und hier zum Beispiel ist die Funktion das, dass ich den Ärmel einfach halbiere und an der Schulter festknüpfen kann. Das heißt, ich mache aus einem Langarm eben einen Halbarm. Das hat zum einen einen optischen Effekt, zum anderen aber einfach auch, ja, einen gewissen Sinn. Ich versuche nicht nur ein Design anzubieten, sondern auch eine sehr hohe Qualität. Und das ist das, was oftmals in der Mode nicht zusammenläuft. Für mich ist sehr wichtig, dass die Details stimmen. Das heißt, dass es halt schon auch irgendwo klassisch aussehen kann, dass es aber trotzdem ganz spezielle Details hat, die es besonders machen. Und Details, die man vielleicht auch erst auf den zweiten Blick erkennt. Also. Das heißt, hier kann man das Hemd einfach, die Manschette einfach schmaler knöpfen. Ja? Und das erkennt man meistens erst dann auf den zweiten, dritten Blick. Das ist auch schön, wenn man einfach nochmal was entdeckt. Es gibt zwar nichts, was ich total vordergründig sehe, was aber sehr wichtig ist.
Ja, das ist eben so eine subtile Geschichte. Man steigt in die Klamotten rein und fühlt sich wohl. Das ist natürlich schön. Dann beim Strick, was eben auch gut ist, man schmeißt in den Koffer, verreist damit, zieht es raus und zieht es an, muss sich groß drüber bügeln. Das ist natürlich auch sehr, ja, ekelhaft. Ja, Strick ist schon mein favorisiertes Material. Das heißt eben für den Winter irgendwelche Wollgarne und im Sommer mit einer Baumwolle-Viskose, die man eben auch direkt auf der Haut tragen kann. Strick als T-Shirt und Hemdersatz. Und das erreicht man natürlich nur dann, wenn man auch Materialien verwendet, die nichts mit dem alten Kraftpullover zu tun haben. Ich bin eben auf der Suche nach neuer Musik, auch für die Modenschau. Für die Modenschau machen wir eben teilweise auch eigene Musik aus verschiedenen Musiksequenzen. Und das sind pro Jahr brauche ich einfach 30 wunderschöne Stücke Musik, die zusammenpassen. Deswegen bin ich ständig unterwegs und schaue, was gibt's hier, was gibt's da, was hört da rein. Also das ist recht von bis, ja, das kann alles.